So, hier bin ich wieder, euer Bloody Blood Dragon Import Nummer, wo sind wir jetzt, ey? 39. Okay, wir müssen hier eine Flüssigkeit tropft aus dem Motor. Okay, da wollen wir mal gucken, wird bestimmt irgendwo was Undichtes sein. Gucken wir erstmal hier drinnen, tun wir erstmal alle Checks machen. Ah, wenn die schon aus dem Motor tropft. Schauen wir mal. Was ist eure Vermutung? Oder was könnte eure Vermutung sein, was es ist? Schreibt es mal auch mal in die Kommentare. Das wäre auch mal eine Idee. Genau, schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr den Auftrag am Anfang lest, den ich immer zeige, was es denn sein könnte. Was könnte es sein? Und dann schreibt es mir mal, bevor wir die Lösung gefunden haben. Okay. Die Wasserpumpe, ich hab's gefunden. Siehst du noch aus? Sieht alles nicht mehr so toll aus hier. Aber es ist ein Gebrauchtfahrzeug, ne? Dafür schießt du eigentlich noch ganz gut in Schuss aus, ne? So, wie siehst du aus? 36%, ne? Orange ist es noch, okay. Hier werden wir alles ersetzen müssen. Wasserpumpe. Okay. Hier werden wir alles ersetzen müssen. Okay. So, genau, alles verkaufen. Hier gibt es nochmal 126 Euro. Und da würde ich sagen, bauen wir mal alles aus hier. Die Wasserpumpe. Habt ihr es gewusst, dass es die Wasserpumpe ist? Oder seid ihr selbst drauf gekommen? Was meint ihr? So. Ich nehme auch gleich mit raus hier. Genau. Die Wasserpumpe, denke ich mal, können wir reparieren. Ne, genau. 431 Euro. Keilriemen, Zahnriemen, Riemenspanner. Irgendwas, was noch? Oh, 12.000 Euro haben wir jetzt schon. So. Wir brauchen den Keilriemen. Wir brauchen Zahnriemen, ist ganz unten, würde ich sagen. Nö. Doch, hier. Zahnriemen, wir brauchen Wasserpumpe nicht mehr. Wir brauchen den Riemenspanner. Spannriemenscheibe und wir brauchen Riemenspanner, genau da ist er. So. Denn wenn, dann machen wir gleich mal alles neu. Sonst bringt das ja alles nichts. So, die frisch reparierte Wasserpumpe wieder dran. So, Spannriemenscheibe, neuer Keilriemen, Zahnriemen, Riemenspanner und jetzt kommt der Keilriemen drauf. Genau. So, ich würde sagen, das ist schon wieder repariert, aber ich gucke trotzdem mal nach dem Öl. Das sieht auch schon mehr als schwarz aus. Gucken wir mal noch nach dem. Komm her, du. So, ein bisschen von oben drauf gucken, dann geht das schon. Dann gucken wir mal, wie siehst denn du aus? 40%? Ach komm, ich mach dir noch einen kostenlosen Ölwechsel. Ne, bezahlen mussten ja sowieso. Ölfilter, wo ist er denn? Da ist er. Guck mal, 45 Euro oder Öl. So, mal hochgebockt hier. Dessen hole ich mal unseren schönen Ölablasser. Ist der nicht schick hier? Das hätte ich mir jedes Mal 100 Euro sparen können. Weil so viel ich gesehen habe, ist er auch schon Anfang an in der Werkstatt mit dabei. Nee. So. Upsala. Na komm her. Na komm. Jetzt hab ich dich. Genau drauf. Oh, da war ja wirklich nicht mehr viel drin. Gut. So viel dazu. Unseren netten Vehikel hier wieder wegstellen. So. Wieder runterlassen und dann. Mal
auch noch Musik einschalten. Was peppigeres. Genau, zack. Und jetzt das Spiel einfügen hier. Zack, Deckel drauf. Und jetzt tun wir hier nochmal bitte Öl wieder auffüllen. Und dann denke ich mal, ist das schon alles fertig, erledigt, frisch repariert. So, für 20 Euro Ölwechsel, das ist doch mal interessant, hä? Und Auto ist repariert. Sehr schön. So. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann im Part 40 wieder. Und ich würde sagen, doch, bis dahin. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bitte hinterlasst mir Kommentare. Ne? Auch wenn ihr, wie gesagt, es wäre mal ganz nett, wenn ihr mal mit reinschreibt, was wäre dann euer Tipp gewesen, was der Fehler ist oder wo der Fehler liegt. Und ja. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Bloody Blood Dragon.